Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie ihr bei eurem BMW die Kennzeichenleuchte gegen LED austauschen könnt. Und zwar funktioniert das bei fast allen BMWs gleich, alles so ab E46 würde ich jetzt mal behaupten, bis heute so gut wie ist das Vorgehen fast gleich. Ich habe LED-Kennzeichenleuchten bekommen von Carparts Online, vielen Dank dafür. Und zwar, wie gesagt, LED mit 6000 Kelvin, also kaltweißes Licht. Die sehen so aus, hier sind so zwei Adapterstücke drin. Und das sind die Kennzeichenleuchten, ich packe die einmal kurz aus. Und zwar so sehen die aus, nichts Besonderes, also ganz normale Kennzeichenleuchten halt, mit drei LEDs drin. Mit Anschluss auf der Rückseite und natürlich einer Moosgummidichtung hier drauf. Ne? Haben ein entsprechendes E-Prüfzeichen, das heißt, ihr dürft die Dinger auch im normalen Straßenverkehr fahren, sind E-geprüft, somit also zulässig. Braucht nicht eintragen, weil E-Prüfzeichen heißt immer eintragungsfrei. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Hierfür müssen wir einmal das Kennzeichen abmontieren, sofern ihr einen Kennzeichenhalter habt. Denn der baut ziemlich dick auf und liegt dann über den Kennzeichenleuchten. Ich zeige euch einmal, wie das funktioniert. So, als allererstes müsst ihr natürlich das Kennzeichen demontieren, da, wie ihr seht, die Kennzeichenleuchten halt über den Träger hinwegstehen. Deswegen montieren wir den einfach nur ab. Ist hier mit Affenscheiße festgeklebt. An sich eine gute Idee, dann wackelt auch nichts. So. Wenn ihr das Ding schon mal runter habt, einmal kurz sauber machen. Kommt er ja nicht mehr so schnell hinter. Sauber. So, um die Kennzeichenleuchte auszubauen, nehmt ihr euch einen schönen Schraubendreher, steckt den hier in die Führung rein und drückt die ganze Kennzeichenleuchte nach rechts und versucht die so ein bisschen zu euch rauszuziehen. Und dann kommt die hier auch schon raus. So. So, ganz einfach, wie gesagt, weil hier ist auf der Seite die Feder. Ihr drückt im Prinzip die Feder nach rechts, hebelt leicht runter und geht dann wieder nach links und dann könnt ihr das ganze Ding hier rausfädeln. So, anschließend zieht ihr im Prinzip einfach nur den Stecker ab. Habt hier im Prinzip dann einen zweipoligen Anschluss. Wir nehmen uns dann mal die neue Kennzeichenleuchte. Das Adapterkabel nehmen wir hier einfach nur und stecken es einmal drauf. Und dann haben wir hier im Prinzip einfach nur einmal draufstecken und fertig. Hier sind zwei verschiedene Anschlüsse dran. Das ist auch, weil das in mehrere Fahrzeuge passt. Und falls das nicht funktionieren sollte, die Kennzeichenbeleuchtung, muss man den Stecker einmal drehen. So, einmal hier wieder reinsetzen alles. Beziehungsweise ich stecke den jetzt noch nicht rein, sondern wir gucken erstmal, ob es überhaupt funktioniert. Und wie wir sehen, leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Jetzt mal kurz den Vergleich zu der originalen. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Also die nicht erkannt werden wollen auf der Straße, sollten das natürlich dann nicht benutzen. Aber sonst, wie gesagt, sehr, sehr schön helles Licht. Einfach nur hier rein wieder. Zack. Und wieder zurück. Und fertig.
Hier ist noch eine Schutzfolie drauf, die ziehen wir einfach mal ab. Und das gleiche machen wir dann direkt auf der anderen Seite. So, beide Kennzeichenleuchten sind getauscht. Also da sehen wir richtig schönes weißes Licht. Ich mache mal kurz das Licht aus, dann können wir uns das im Dunkeln nochmal angucken. So, und wie wir sehen, also ist schon wirklich sehr, sehr hell das Ganze. So, Kennzeichen wieder einbauen, beziehungsweise den Halter. So, Kennzeichen wieder einhängen. Die Blende hier wieder rein. So, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch geholfen. Wie gesagt, das Prinzip funktioniert bei fast allen aktuellen und ja, BMWs ab Ende der 90er, Mitte der 90er oder so bis heute so gut wie. Ganz einfache Geschichte. Link zu den Dingern findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.